viel gebaut in der Türkei. Prachtbauten wie der Palast für den Präsidenten. Jetzt schenkte er Istanbul einen dritten Flughafen. Er überwindet den Bosporus mit neuen Hightech-Brücken, Kanälen und Tunneln. Gerade sorgte er auf Istanbuls asiatischer Seite für die höchsten Minarette Asiens. Recep Tayyip Erdogan ist ein großer Baumeister. Mit den besten Architekten der Welt macht er Istanbul zu einem Planeten der Zukunft. Eine Moderne aus Stahl, Glas und Beton. Natürlich hat unser Machthaber, wie alle Machthaber, das Ziel, in den Metropolen seine eigenen Symbole zu errichten. Das gilt für unsere Städte in der Geschichte immer schon. Wer immer an die Macht kam, versuchte, sich seine eigenen ideologischen Ikonen zu bauen. Auf dem Istanbuler Taksim-Platz zum Beispiel. Hier entsteht gerade eine neue Oper der Superlative. Die Kapazität des alten Hauses soll mehr als verdoppelt werden, auf über 2000 Sitzplätze. Damit ist selbst die Mailänder Skala zu schlagen. Nur eines der Megaprojekte, mit denen Präsident Erdogan den zentralen Platz Istanbuls umkrempelt. Doch wo Neues entsteht, muss Altes weg. Ausgerechnet das berühmte Atatürk-Kulturzentrum, das Herz der modernen Türkei, musste weichen. Dabei stand das Gebäude unter Denkmalschutz. Der Abriss war illegal. Das legendäre Atatürk-Kulturzentrum galt Ende der 60er Jahre als Prestigebau für die moderne Republik, für eine westlich orientierte europäische Türkei. Ein Ort auch für die abendländische Kultur. Die Glasfront des Atatürk-Kulturzentrums war immer ein Symbol. 1970 wurde dort ein riesiges Gewerkschaftsbanner aufgehängt. Und bei den Protesten im Gezi-Park war es nicht zufällig, das Atatürk-Kulturzentrum, an dem man die bunten Protestplakate anbrachte. Der größte Wunsch der rechten Regierungen war es immer schon, mitten auf dem Taksim-Platz eine Moschee zu errichten. Und Recep Tayyip Erdogan setzt diesen Wunsch nun um. Jetzt entsteht auf dem berühmten Taksim-Platz im Angesicht von Atatürk, dem Gründer der laizistischen Republik, eine gigantische Moschee, die alles andere in den Schatten stellen wird. Gleich daneben will Präsident Erdogan eine alte osmanische Kaserne wieder aufbauen lassen. Dort, wo bis jetzt noch der Gezi-Park liegt, die letzte grüne Lunge im Stadtzentrum. In den Gebieten, in denen Megaprojekte durchgeführt werden sollen, erleben wir immer wieder das Gleiche. Erst wechseln die Grundstücke den Besitzer, dann werden Naturoasen wie Bauflächen betrachtet, selbst Gebiete, die unter Naturschutz stehen. Und immer wieder erleben wir, dass weitere Naturschutzgebiete zur Bebauung freigegeben werden. Erdogans Präsidentenpalast ist das beste Beispiel. Was zählen Naturschutzgesetze, wenn der Staatschef selbst bauen will? Natürlich etwas ausladender als Süleyman der Prächtige. 1000 Zimmer wünschte sich der Herrscher der Osmanen einst. Doch erst Erdogan verwandelte das geflügelte Wort in steinerne Realität. Mit einem dritten Super-Airport will Istanbul künftig vor allem für arabische Fluggäste ein Drehkreuz bieten. Ob sich das rechnet, weiß niemand. Fest aber steht, dafür mussten die berühmten Nordwälder, Istanbuls geschützte Wasser- und Frischluftspender, gerodet werden. Doch nicht nur die Natur leidet. Das enorme Bautempo auf dem neuen Airport hat Dutzende Tote gefordert, die bei Arbeitsunfällen ums Leben kamen. Als die Bauarbeiter jetzt protestierten, ging die Regierung massiv dagegen vor. Die Aufrührer kamen ins Gefängnis. Doch selbst die Gefängnisse will Erdogan neu bauen. Künftig soll es in der Türkei große Strafkolonien geben mit 10.000 Gefängniszellen und 6.000 Bewachern. An 228 neue Gefängnisse ist derzeit gedacht.